Ja, Leute, ich bin's wieder, eure Shoyuk hier und willkommen zu einer weiteren Folge von Hausflipper. Ich habe kurz in den Einstellungen geguckt. Irgendwie beim Starten des Spiels wollte er fragen, ob ich, wie war das Feature X irgendwie haben möchte oder ob ich das normale Spiel starte. Ich habe keinen Plan, was das heißt. Ich habe jetzt das Feature X ausgewählt. Bis jetzt habe ich noch keine Ahnung, was der Unterschied ist. Und ich habe bei den Einstellungen eine Sache noch gefunden. Kann ich das jetzt schon machen? Ja, ich kann es euch zeigen. Unter Spiel gibt es die Möglichkeit, den Montagemodus statt leicht auf hart zu stellen. Vormodus war auf leicht. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ich habe es jetzt einfach auf hart gelegt und wir können uns mal ansehen, was das bedeutet. Vielleicht müssen wir jetzt auch 10.000 Kabel verlegen für eine Waschmaschine, obwohl es gar keine Kabel wirklich gibt. Aber wir testen es einfach mal aus und schauen mal, wohin das führt. Ich hatte auch noch mal gesehen, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Ein Haus können wir noch nicht kaufen, weil ich würde gerne das Alleinhaus holen für das neue Büro. Masting ist ja nicht so mein Fall, deswegen tut mir leid. Das werde ich dann aber so sammeln, dass wir das Geld dann auch automatisch haben. Also ich werde jetzt erstmal kein normales Haus euch mehr zeigen. Das heißt, wir verbleiben bei den ganz normalen Mails. Und da hatten mich zwei Sachen angesprochen. Einmal die Sauna und das Ausbauhaus, als auch die Unterkunft für einen Gamer. Und ich nehme das, was mich viel mehr interessiert. Und das ist die Unterkunft für einen Gamer, weil ich gerne wissen möchte, was wir da tun können. Von Tony X. Betreff Unterkunft für einen Gamer. Hallo, ich habe ein Haus von meiner Großmutter geerbt und meine Frau ist im siebten Himmel. Sie liebt diesen klassischen Oma-Stil. Ich liebe ihn zwar weniger, aber was soll's. Man muss das Haus ein bisschen aufräumen und einige Möbel auswechseln und ein Stück Wand zwischen Wohnzimmer und Küche entfernen. Wir haben beschlossen, dass sie oben herrschen wird und dass ich mir den Keller herrichten werde. Sehr, sehr typisch finde ich, aber okay. Ich hätte so gerne ein tolles Spielzimmer. Wäre prima, wenn du es mir ausstatten könntest. Du weißt schon, so tipptopp, ein Mega-PC, Monitore, ein bequemes Sofa. Ich zähle auf dich. Danke, Tony. Gut, dann akzeptieren wir mal und schauen uns mal an, was der Herr so möchte. Der Garten gefällt mir schon mal sehr. Wenn es dunkel ist, kannst du die Taschenlampe, indem du Y drückst. Ich glaube, Y ist die Dreieckstaste auf PlayStation. Ich weiß es natürlich nicht. Im Garten müssen wir nichts machen, deswegen werde ich da auch nichts tun. Schön ganz normal hier durch. Kann ich rennen? Ich glaube nicht, oder? Erstmal alle Türen auf. So, im Flur brauche ich nichts zu machen und das Haus ist tatsächlich ein Oma-Stil-Haus. Aber ist ja nicht schlimm. Schauen wir mal. Tür erstmal hier zu, Tür hier auf. So, jetzt haben wir alles. Den Keller machen wir gleich zum Schluss. Ich gucke mir das erstmal. Das ist überhaupt nicht mein Stil. Also ich muss leider dem Typen zustimmen, dass ich das nicht mag. Aber ist ja nicht mein Haus. Wir sind nur hier, um umzugestalten und ein bisschen zu putzen. Deswegen machen wir das mal auf die Schnelle. Sogar so ein altes Kochfeld. Irgendwie auch süß. Ist okay. So, hier sollten wir eine Wand einreißen, und zwar die hier. Gut, dann können wir das jetzt schon direkt machen. Hier einmal und dann direkt weggeschnatzt mit der Wand. Mögt ihr auch so offene Küchen? Ich finde die eigentlich voll schön. Also ich finde das gar nicht so schlecht. Wenn man dann da drüben gleich ein Esszimmer hat, well played. Praktisch, ich meine, man muss da nicht so einen Umweg gehen. Da haben die sich was dabei gedacht, die netten X's. Er hat mir gar nicht seinen Nachnamen genannt. So, das ist Wohnzimmer. Im Wohnzimmer müssen wir auch noch Sachen machen. Gibt es hier eigentlich irgendetwas? Gegenstände entfernen. Couch Artshake und Sessel Artshake. Also die beiden Sachen. Gut, das ist ja kein Ding. Das heißt, wir kriegen da ein bisschen Provision durchs Verkaufen. Reinige die Verschmutzungen. Das können wir auch schnell machen. Ich mache den Keller erst zum Schluss, weil der interessiert mich gerade am meisten, was wir hier alles anstellen dürfen. Ich habe schon gesehen, dass es viele Retro-Sachen gibt, deswegen schauen wir mal. Ein hängender Fernseher, den können wir noch machen. Warte, wie war das Tablet? Wie konnte ich das Tablet holen? Oh Gott, das wollte ich nicht. So, okay, jetzt weiß ich es wieder. Ein hängenden Fernseher kaufen und dahin hängen. Passt das? Ist das okay? Ich denke mal schon. Ist der einzige Platz irgendwie für einen Fernseher. Und dann noch ein Ecksofa. Oh, ist da noch Platz für ein Ecksofa? Komm, schauen wir mal. Die richten sich das aber ganz schnieke ein. Ich habe aus Versehen einen Fehler gemacht. Ich wollte das Sofa drehen. So. Also ich finde Hausflipper, ja, kann man auf jeden Fall auch, kann man auf jeden Fall mit dem Controller spielen. Aber
Also für mich ist das vollkommen in Ordnung, mit einem Controller zu spielen, weil ich auf der Tastatur einfach so schlecht bin. Von daher müsst ihr euch selber überlegen, was euch besser gefällt. So, passt jetzt das Ecksofa hin oder ist es zu eng? Ich stelle mal ganz kurz diesen Tisch weit weg, einfach hier hin. So, ist ja jetzt egal. Und dann können wir das Ecksofa dahin tun. Hier ist gekauft und platziert. So, platziert. Und dann können wir das Ding ja nochmal nur vorsichtshalber und ordnungsgemäß wieder zurückstellen. Gut, das Wohnzimmer haben wir dann durch. Und hier ist das Schlafzimmer, Nebenzimmer. Was ist auch Wohnzimmer? Okay, jetzt zwei Wohnzimmer. Couch Granate entfernen und Bett Peony entfernen. Ach, das ist doch ein Bett. Okay. Ist ja kein Ding. So, und was von denen ist die Couch? Da. Perfekt. Und ein Doppelbett sollen wir dann dahin bauen. Das geht ja alles schnell. Finde ich, ist eine easy Aufgabe, Leute. Die kriegen wir mit 0, nix fertig. Das ist aber ein schönes Bett. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. So, next step haben wir hier das Badezimmer. Hier müssen wir nichts machen. Gut, dann können wir schon in den Gaming Room. Der wahrscheinlich noch gar kein Gaming Room ist, weil der noch komplett leer ist. Hier ist auch nichts, ne? Nein, gut. Dann gehen wir einfach mal runter. Räume den Müll auf. Das ist ja easy. Einfach mal ganz kurz hier wegschmeißen. Und die Verschmutzungen einmal wegmachen. Einen Moment, ich mache mal hier die Tür auf. Weil hier noch mehr Müll ist. Und das können wir ja ganz einfach wegräumen. So. Oh, ich stelle mir das so cool vor. So einen eigenen Raum, wo man einfach nur zocken kann, spielen kann. Also Leute, ich freue mich schon, wenn man eine eigene Wohnung hat, um das perfekt einzurichten. So, muss ich echt jeden einzelnen Karton wegpacken. So. Müll auf. Ich habe nicht allen Müll aufgeräumt. Hier soll noch irgendwo Müll liegen. Kann ich hüpfen? Nee, da drüben. Da. Gefunden. So. Garagenregal. Gut, das kann ich entfernen. Das ist kein Problem. Weg damit, weg damit, weg damit. Dann haben wir das. Soll das Regal auch weg? Nö, hier sollen nur die Verschmutzungen weg. Dann kann ich das hier schnell mal erledigen. Einfach mal kurz drüber rollen. Hallo, Spiel. Dankeschön. So. Und dann sind wir doch eigentlich fresh durch. Ich hätte hier allein schon voll viel hingepackt. Irgendwie so, keine Ahnung, hier hätte noch ein Sitzsofa hingekommen, also so ein Sitzsessel. Hier so Neonlichter, alles schön irgendwie gemacht. Und so einen schönen Teppichboden. Das vermisse ich. Ich bin auch erstaunt, wie es hell ist, ohne dass hier eine Lampe leuchtet. Ich frage nicht. Ich bin dankbar für die Helligkeit, die es hier gibt. So, perfekt. Streiche mit den Farben Grau und grauer Nebel. Okay, Leute, das, wie gesagt, da werde ich euch verschonen von. Keine Streichaktion, während ich aufnehme. Das ist zu lang für mich, deswegen seid mir dankbar, dass ich euch das nicht zeige. So, aber ihr könnt noch mal sehen, welche Farben das sein werden. Hier, grau, kaufe ich M, weil ich glaube, das reicht vollkommen aus. Einmal hierhin platzieren und. Oh, das wollte ich nicht. Und einmal grauer Nebel, auch in M. Einmal gekauft und hin platziert. So, Leute, wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind durch mit den Wänden. Ignoriert diesen einen grauen Streifen und ignoriert bitte diesen grauen Streifen. Ich habe keine Lust, das wieder umzudekorieren. Okay, da steht 97%. Ich habe keine Ahnung, warum da 97% steht. Ich habe die Wände eigentlich ganz gut gestrichen und Leute, es ist passiert. Endlich habe ich die nächste Fertigkeitsstufe erreicht. Das heißt, du brauchst nur noch 631 andere Wände streichen. Danke. Aber wir können jetzt drei Wände gleichzeitig streichen. Als nächstes muss ich unbedingt diesen Farbverbrauch verringern, weil ich kann eigentlich nur dreimal, also zweimal, dreimal Wände gleichzeitig streichen. Ich hoffe, ihr versteht das. Und dann ist die Farbe schon wieder leer. So, das darf ich nicht verkaufen, ne? Nee, okay. Dann nehmen wir jetzt die Hand wieder und dekorieren das alles mal wieder. Höflich, so wie es sein sollte. So, und zack. Und dann hier ein schönes Sideboard. So, perfekt. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch Sachen kaufen. Das geht ja alles ratzefatz. Und dann sind wir eigentlich durch. Leute, das ist Rekordzeit, würde ich sagen. Rekordzeit. So. Ein netter Sitzbereich für den PC. Kann ich das irgendwie. Oh, ich habe das sehr ungünstig gelegt, sag ich jetzt mal. Okay, dann. Obwohl, eigentlich geht das ja auch hier. Können wir ja. Ja, passt auch. Geht auch. Können wir machen.
Was für ein Gamer-PC wünscht sich denn der Kerl? Einen richtig guten. Der weiß, was gut ist. Ich will, dass das in Regenbogen aufleuchtet, weil ich finde das richtig cool. So, gekauft und abgestellt. Und so. So. Next Step. Natürlich die restliche Ausrüstung. Einen netten Gamerstuhl, den ich selbst nicht mal haben. Ich hätte gerne auch einen Gamerstuhl. So, einen netten, richtig Profi-Monitor. Dass die Frau auch einfach sagt, ja, hol dir einfach die teuersten Gaming-Sachen, die du finden kannst. Ist schon in Ordnung. Er will sogar zwei. Der Junge, der weiß was Gutes, Leute. Der weiß was Gutes. Warte, wie kann ich die nochmal drehen? So. Zack. Ich habe ja auch zwei Monitore, von daher kann ich das vollkommen nachvollziehen, dass der Kerl zwei haben möchte. Das ist sehr notwendig. So, eine nette Tastatur, auch wieder in Regenbogen, Leute. Das ist auch ein wichtiges Ensemble. Und hier können wir dann noch eine nette Gamer-Maus holen, auch in Regenbogenfarben. So, und die setzen wir dann hier hin. Ey, das ist mein Traumzimmer. Okay, die Couch versuche ich aber noch in einer ansehbaren Farbe nochmal hinzustellen, weil die Farbe ging nicht. So, ein gemütliches Sofa hat der Kerl hier noch. Dann können wir das auch so hin platzieren. Wieso gebe ich mir jetzt gerade auf einmal voll viel Mühe mit der Deko und die restlichen Sachen habe ich nie so mit Mühe gemacht? Bodenfliesen legen. Hä? Ich habe das gar nicht gemacht. Warum steht da 100%? Hä? Das Spiel ist, glaube ich, gerade ein bisschen verbuggt. Die haben jetzt das Fliesenlegen erspart. Das ist sehr nett von denen. Eine Reflektorlampe. Oh, wie cool. Wie cool. Okay, das muss in die Mitte des Raumes eigentlich, weil das muss ja schön erleuchtet sein. So. Und dann können wir... Er will zwei haben. Okay, hätte ich das gewusst, dann hätte ich das nicht so mittig platziert. So. Warte, kann ich das drehen, damit das ein bisschen... Nee, sieht exakt gleich aus. Okay. Einen Moment, das packen wir dann ein bisschen weiter weg. So. Das ist doch ein richtig nicer Raum. Ich verliebe mich gerade in diesen Raum. Ich hätte gerne auch so einen Raum. Warum kann ich den nicht haben? So. Und... Oh, er will sogar zwei Controller haben. Verständlich, verständlich. Alles gut, verstehe ich. Kann er natürlich haben, der Kerl. So, hier, zwei Controller. Und ein hängender Fernseher ist gekauft und hier aufgehangen. So kann er dann von seinem Sofa aus schauen. Irgendwie hätte ich gerade so Bock, dieses Zimmer zu haben. Und das ist eigentlich ein Keller. Es ist einfach nur ein Keller. Lautsprecher horizontal jetzt kaufen. Den können wir hier hinpacken. Oh, warum hat das getan? Warum hat das getan? Spiel. Kaufen. Und platzieren. Zack. Ich bin verliebt. So, Lautsprecher Standard. Da wollte er, glaube ich, zwei davon haben. Deswegen können wir den einen hier hinbatzen und den anderen dann dahin. So. Okay, das muss jetzt sein. Es tut mir leid. Es hat alles seinen Zweck, dass das symmetrisch auch von dem Abstand her passt. Und was haben wir hier? Boxenfest. Sind die dann an der Wand oder? Nee, die können hier hin. Ja gut, das kann dann aber zum Gamer-Bereich. Ne, der braucht ja auch irgendwie Boxen. Würde Sinn ergeben. So, dann drehen wir das mal. Dass er all around einmal einen rechts hier hat und einen links natürlich. So. Ey, ich würde diese Frau auf Händen tragen, dass sie mir das erlaubt. Wir können einfach eine Konsole kaufen für ihn. Ey, ich will die Konsole hier packen. So. Wir haben alles erledigt. Nur noch diese Wände streichen, aber ich weiß nicht, was fehlt, deswegen ignoriere ich das. Und wir beenden den Auftrag. Ey, perfektes Leben. Gamerzimmer erreicht, würde ich sagen. Gamerzimmer erreicht. Coolio. Haben wir es geschafft? Sehr schön. Ich würde tatsächlich die Folgen erstmal noch kurz halten. Deswegen beende ich das erstmal hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir die Sauna anbauen und das erste Mal den Hard-Modus von der Montage erlernen. Ich habe immer noch keinen Plan, was das heißt. Aber wir werden es gemeinsam herausfinden. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und ansonsten sage ich auf Wiedersehen.